من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، so ist es eine Freude für mich, die zweite Unterrichtsreihe für diesen Sommer zu unterrichten. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Zusammenkünfte für sein Angesicht macht und damit wir dadurch seine Zufriedenheit und Wohlgefallen erlangen. Das Buch, wie es schon angekündigt wurde, ist Risale al-Ulama al-Sunna ila Shabab al-Umma. Das heißt, die Botschaften der Gelehrten der Sunna zu den Jugendlichen der Sunna, also zu uns. Was sind die Botschaften von den Gelehrten? Und letzte Woche haben wir angefangen, der Unterricht. Und es ging darum, das Hauptthema war das Lieben für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dieser Abschnitt, den wir jetzt durchnehmen, ist vom Sheikh Rabia, hafizahullah. Und dass es Einflüsse gibt, die diese Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala beschädigen. Wie zum Beispiel die Liebe zu den Eltern, das fanatische Liebe oder zu den Kindern oder zu den Frauen, zu den Wohnhäusern, zu den Geldern, die wir angehäuft haben und so weiter, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat im Koran. Und die Liebe ist, wie Sheikh Rabia hafizahullah unterteilte, in drei Teilen. Das Lieben Allah subhanahu wa ta'ala, und dies ist von den gewaltigen Grundlagen unserer Religion. Das heißt, von den Hauptbestand unserer Religion ist das Liebe, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die zweite Art ist der Liebe, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir die Propheten, die Wahrhaftigen, die Märtyrer, die Rechtschaffenen und die Gläubigen lieben für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil uns Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, diese Arten von Menschen zu lieben, weil er sie liebt auch. Und die letzte Art der Liebe ist das Lieben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Art von Liebe ist Schirk. Das heißt, führt jemanden zu der ewigen Verdammnis in der Hölle. Und von dem muss man, der Muslim, gewarnt sein, dass er jemanden liebt, so wie es Allah verdient hat, geliebt zu werden. Und hier sind wir stehen geblieben und Sheikh Rabia sagt, es ist eine Pflicht für den Muslim, diese Arten der Liebe zu unterscheiden, die wir erwähnten, diese drei Arten. Er liebt die Propheten, weil Allah sie liebt, und er ruft die Menschen auf. Das heißt, nicht nur, dass er sie liebt, er alleine, er ruft sogar die Muslime mit, diese Propheten zu lieben und ihnen zu gehorchen und sie zu befolgen. Und weil diese Propheten, sie kamen mit Botschaften, in denen, in diese Botschaften, die sie kamen, liegt die Glückseligkeit und die Rettung im Diesseits und im Jenseits. Wie Sheikh Rabia hafizahullah sagt. Das heißt, in Befolgung und Gehorchen der Propheten liegt die Glückseligkeit auf der Erde, die alle Menschen danach sich sehnen und danach arbeiten, glückselig zu sein auf der Erde, innerliche Ruhe zu bekommen. Und diese innerliche Ruhe bekommt man dann, wenn man vollständig und ganz die Propheten gehorcht und ihre Anweisungen befolgt. Weil uns Allah dies auferlegt hat. So lieben wir sie, weil Allah sie geliebt hat und weil er sie auserwählt hat. Und schickte sie Allah subhanahu wa ta'ala, diese Propheten, sie wurden geschickt, für was? Als Rechtleiter für die Diener Allahs
von den Menschen und Dschinn. Das heißt nicht nur von den Menschen, sondern von den Dschinn auch. Als Rechtleiter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Drei Sachen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie bei jemandem in dessen Herz vorzufinden sind, so wird er die Süße der Iman spüren. Was sind diese drei Sachen, die so gewaltig sind? Dass die zur Voraussetzung werden, dass man die Süße der Iman spürt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt uns auf. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimman siwahuma. In der ersten Linie, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet uns lieber sind als alles andere. Das heißt, in der ersten Linie muss das sein. Das ist die Grundlage. Dass uns lieber ist Allah und sein Gesandter als alles. Als unsere Gelder, Besitzer, Häuser, Kinder, Frauen, alles, was existiert. Wie es schon geschah, Umar radiallahu an sagte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, du bist mir lieber als alles anders. Jedoch mich selber liebe ich mir mehr. Dann sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deine Iman ist nicht vollständig. Dann sagt ihm Umar, ja Rasulullah, jetzt bist du mir lieber geworden als mich selber. Dann sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt Umar, jetzt. Das heißt, jetzt ist dein Iman vollständig geworden. Und die zweite Sache ist, en yuhibba al-marra la yuhibbuhu illa lillah. Dass er, eine Person, beziehungsweise ein Muslim, er liebt ihn nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht für Interesse, nur für das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie Sheikh Rabia sagt, befahl uns, die Gläubigen zu lieben. Und darauf ihn großen Belohnungen vorbereitet. Das heißt, wie wir schon x-mal erwähnt haben, Gottesdienst, Ibadah ist nicht nur Beten in der Moschee und Fasten. Eine von den gewaltigsten gottesdienstlichen Taten ist was? Dass ein Muslim zu lieben für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die triste Sache ist, en yakrah en ya'uda fil kufri kema yakrah en yukhzafa fil nar. Dass er hasst, sein Rückkehr in der Unglaube, dass er das hasst, wie er hasst, ins Feuer geschmissen zu werden. Das heißt, diese drei Sachen. Erste Sache ist, dass wir Allah mehr lieben und sein Gesandter als alles andere, was existiert auf dieser Erde. Zweite Sache ist, dass er ein Muslim nur rein für Allah liebt. Nicht für etwas von der Dunya, Nutzen oder irgendwas Interesse, was er hatte, private, nein. Er muss seine Nia korrigieren und reinmachen für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will diese Belohnung bekommen. Und die dritte Sache ist, dass er diese Süße der Iman schmeckt. Was? Dass er hasst, in der Unglaube zu kehren, wie er es hasst, in Feuer geworfen zu werden. Und an diesen Sachen sollte jeder von uns daran arbeiten. Und die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist die Grundlage. Sie ist die Grundlage, wo man alles darauf aufbaut. Und sie sollte mehr, größer sein, heftiger als der Besitz und Kinder und alles, was wir besitzen. Und auch der Bruder, das heißt die islamische Geschwister, er liebt sie, wie Sheikh Rabia hier sagt, er liebt sie nicht für private Nützen. Dass er ihm hilft oder irgendwas, was er von ihm Interesse hat. Nein, er liebt ihn rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah befahl uns, die Gläubigen zu lieben. Und Sheikh Rabia sagt, der Gläubige, er liebt sein Iman, wenn ihm die Wahl gestellt wird, zwischen seinem Glaube und ins Feuer geworfen zu werden, Er entscheidet sich für das Feuer. Schaut doch diese Stufe der Liebe zu der Glaube zu Allah subhanahu wa ta'ala, zur Rububiyya und Uluhiyya und Masifat und die Grundlage dieser Religion. Dass er es liebt, diese Glaube mehr, er ist imstande für diese Glauben ins Feuer geworfen zu werden und nicht seine Glauben den Rücken zu kehren. Sonst spürt man nicht die Liebe, die Süße der Iman. Und Sheikh Rabia sagt,
dass diese Angelegenheiten, diese drei Angelegenheiten, der Muslim sollte sie immer vor sein Auge behalten. Immer, wenn er beschreitet, er denkt immer danach, ob er diesen drei Sachen erfüllt hat. Und auch daran arbeiten, wenn er schwach ist, daran arbeiten, sich anstrengen, sie zu erfüllen. Und wie gesagt, Sheikh sagt weiter, wie gesagt schon, die Liebe sollte, die Muslim, dass man der Bruder liebt, nur für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für Essen und nicht für Nutzen. Weil viele Menschen treffen sich für Essen, weil sie eine gute Nacht wollen verbringen. Nein, er trifft sich mit diesen Brüdern, auch wenn es da Essen stattfindet. Jedoch seine Absicht vom Anfang an, er macht das rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er diese Brüder besucht, dass er mit ihnen sitzt, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Und nicht nur das Essen und Trinken und Spazieren. Und Sheikh Rabia sagt, dass jemand schaut, wie die Gelehrten ticken. Das ist das Verständnis von den Gelehrten. Er sagt, das Lieben einer Person für Interesse, weltliche Interessen, ist nichts anderes außer wertlos und niedrig. Schaut, die Liebe, die Menschen als hoch ansehen für weltliche Interessen in Wirklichkeit, bei den Gelehrten, bei denen, der diese Dunya den Rücken gekehrt haben und diese Dunya unter den Füßen ist, was? Sie sagen, dass diese Liebe ist wertlos und niedrig. Jedoch, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala ist die Liebe, wofür man belohnt wird. Das heißt, die einzige Liebe, die man belohnt wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt diejenigen, das ist dann das Größere, dass Allah uns liebt. Wann liebt uns Allah? Wenn wir diese Liebe verwirklicht haben, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala in der ersten Linie als mehr als alles lieben und dann die Muslime, jeder Muslim und dann erst recht jede Salafi nur rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil viele von den Salafiyun am Anfang ist ihre Liebe ganz rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch wenn die Jahre vergehen, diese Liebe wird schwächer, gib nach. Jeder sollte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman altert im Herzen der Muslim, wie das Kleid alt wird. Das heißt, der Iman wird alt. Er braucht Erneuerungen, Erfrischung. Somit auch diese Liebe braucht Erfrischung. Und sich zusammentreffen für Allahs Sache. Und sich zusammentreffen, um sich zu verbessern. Und nichts Sinnloses sitzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Gläubigen, beziehungsweise die gläubig waren zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als der Koran herunterkam, waren die Sahaba. Er beschreibt sie uns. Wie waren sie? Damit wir sie als Beispiel nehmen. Er sagt, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Ibn Kathir sagt, es gibt keinen Zweifel, nicht mal geringsten Zweifel, dass dieser Mann ein Gesandter ist von Allah, subhanahu wa ta'ala. Kein geringsten Zweifel. Und dann, وَالَّذِينَ مَعَهُ, diejenigen, die mit ihm sind, was sind ihre Eigenschaften? أَشِدَّوا لَالْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ. Die sind hart gegen die Ungläubigen. Und رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ. Und die sind barmherzig zueinander. Das ist ihre Eigenschaft. Der Eigenschaft der Gläubigen untereinander sollte Barmherzigkeit und Sanftmütigkeit und mit einem lächelnden Gesicht ihn treffen. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen, wenn sie sich treffen, für Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. Hier. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Du siehst sie im Gebet verbeugend und in Niederwerfung. Was machen sie? Sie ersuchen die Huld Allah subhanahu wa ta'ala.
die Vorzüglichkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, Simahum fi wujuhim min as sujud. Ihre Spuren sind deutlich in ihren Gesichtern, von was? Von den Spuren der Niederwerfungen. Das heißt, von so vielem Gebet, ihre Spuren waren deutlich im Gebet. Und Imam Malik sagt, die Sahaba, radiallahu an, er sagt, belegani, es wurde mir erreicht, übermittelt. Die Sahaba, als sie gesehen wurden, ihre Gesichter waren strahlend. Ihre Gesichter waren voller Rechtleitungen. Die Nasara, die Christen von Scham, als die Sahaba gesehen haben in Scham, als sie Scham eröffnet haben, sie sagten, Wallahi, diese Männer sind besser als Hawariun von Isa a.s., die uns ihre Beschreibung erreicht hatte. Das heißt, die Christen, sie wussten, wie die Hawariun, die Helfer von Isa a.s., waren in ihrer Beschreibung. Jedoch, als sie die Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, sagten, Wallahi, bei Allah, die sind besser als diese Hawariun. Und nicht wie die Hawarij von heute. Und sogar, es wird überliefert, als die Muslime, die Sahaba und an ihrem Kopf Amr ibn As radiallahu an, als sie Misr eröffneten, die Christen, sie haben mitgekämpft mit den Muslimen zusammen gegen die Römer, weil sie wussten, dass diese Römer ein ungerechtes Volk sind und die Muslime sind Adel, Insaf, Gerechtigkeit. Und sie haben mitgekämpft mit den Muslimen, obwohl niemand hat von ihnen verlangt, mit den Muslimen zusammen zu kämpfen. Schaut die Sahaba, wie sie waren. ذلك مثل في التوراة. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so ist ihr Beispiel im Tora. Sheikh Rabia sagt, Allah hat diese Männer erwähnt und beschrieben, bevor sie existierten. Allahu Akbar. Was war ihre Sache, dass sie so gewaltig sind bei Allah? Dass er sie erwähnt, bevor sie überhaupt existieren. Allah erwähnte diese Sahaba im Tora von Musa a.s. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala weiter. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ Und ihre Beispiel, Allah erwähnte nicht nur im Tora, auch im Injil, im Evangelium, sind die Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben worden. Wie? كَزَرْعٍ أَخْرَجَ سَطْعُهُ فَأَزَارَهُ فَاسْتَغَلَّذَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَى لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Das heißt, es heißt so viel, gleich dem ausgesäten Samenkorn, das seinem Schößling treibt, ihn dann stark werden lässt, dann wird er dick und steht fest auf seinem Halm, zur Freude derer, die die Stadt ausgestreut haben, auf das die Ungläubigen bei ihrem Anblick in Wut entbrennen lässt. Das heißt, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Hier, dieses Beispiel, ist ein Beispiel von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich, weder vom Arabischen noch vom Deutschen, habe ich verstanden, was es heißt, dieses Beispiel. Jedoch bin ich zurückgekehrt zum Tafsir ibn Kathir. Tafsir ibn Kathir, Imam ibn Kathir sagte, dieses Beispiel, das Allah erwähnt hat im Evangelium, ist ein Beispiel für das, dass die Sahaba den Muhammad sallallahu alaihi wasallam helfen und ihn unterstützen. In der Sache der Religion. Das ist dafür, dieses Beispiel gemacht hat Allah mit dem Samenkorn, das seine Schößling treibt und so weiter. Das ist dieses Beispiel, dass die Sahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützen in der Religion und ihn verhelfen und ihn mehr lieben als alles und auch mehr als ihre Kinder und Frauen und Besitzer. Und Simahum fi wujuhim. Eben ihre Zeichen, ihre Spuren im Gesicht. Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Quran, sagt, was sagt er? Er sagt, edles Aussehen. Diese Männer hatten edles Aussehen. Von wegen was? Wegen ihrer Befolgung der Religion Allahs in allen Angelegenheiten. Allah hat ihnen edles Aussehen gegeben. Und Es-Sudi'u sagte, das Gebet
einer von den Mufassirin, er sagt, das Gebet verschönert die Gesichter. Das heißt, will jemand, dass sein Gesicht schön wird und dass sein Gesicht strahlt, so muss er das Gebet vermehren. So sagt dieser Mufassir, das Gebet verschönert die Gesichter. Und einigen der Salaf, Imam Ibn Kathir sagt, einigen der Salaf, er sagte, wessen Gebet in der Nacht sich vermehrt, Allah vermehrt seine Schönheit seines Gesichtes am Tag durch. Das heißt, wessen Gebet mehr in der Nacht, er verrichtet das Gebet, freiwilliges Gebet in der Nacht, Allah macht ihn schön tags durch. Das sind die Salaf, so sagten die Salaf, über das Gebet in der Nacht. Und einigen, ein anderes von den Salaf sagten, wahrlich, die gute Tat hat Licht im Herzen und Ausstrahlung im Gesicht und vermehrt der Risk. Wir fragen uns, das ist unser Hauptproblem in der heutigen Zeit. Risk, Risk, Risk. Viele Menschen haben Angst, dass ihr Risk nicht ankommt oder zu spät kommt. Guten Taten. Was für guten Taten? Für Allah subhanahu wa ta'ala rein. Dies ist von den Gründen, was, dass sein Herz, sein Licht in seinem Herz wird und auch sein Gesicht ausstrahlt und sein Risk größer wird. Das heißt, wenn jemand Sorgen hat um seinen Risk, er soll sich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und zu ihm wenden. Und da die Sahaba, Ibn Kathir Rahimullah sagt, da die Sahaba, ihre Absichten, sie waren korrekt, das heißt übereinstimmten mit Koran und Sunna, so jeder, der zu ihnen schaute, sah Ausstrahlung und Rechtleitungen. Das heißt, nur ihre Anwesenheit, das Anblicken zu ihnen, strahlten sie aus und volle Rechtleitung waren diese Menschen. Und wisst ihr was? Dieser Vers hat Imam Malik Rahimullah als Beweis genommen, dass die Rafida Kuffar sind. Dieser Vers, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu, ashiddaw ala kuffar, waruhama bainahum. Dieser Vers hat Imam Malik Rahimullah als Beweis genommen, dass die Rawafid, die Schia, Kuffar sind. Und die Sahaba, wie Sheikh Rabia sagt weiter, sie waren stets, die ganze Zeit mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sie liebten ihn und sie verhalfen ihn. Und somit wurden sie diesen Lob, bevor sie überhaupt existierten, Allah lobt sie. Wieso? Weil sie waren die ganze Zeit mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ihre Wichtigkeit war von morgens bis abends, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in jeden Schritt zu befolgen. Jede Tat, Handlung niederzuschreiben, beziehungsweise sich zu merken. Weil es gab einige Sahaba, die zur Zeit zum Propheten geschrieben haben, wie Abdullah ibn Amr ibn As. Dieser Abdullah ibn Amr ibn As, der Unterschied zwischen ihm und seinem Vater ist 11 Jahre. 11 Jahre. Als Amr ibn As 11 Jahre war, hat ihn schon gekriegt. Und Sheikh Abdul Muhsin al-Abbas sagt, die früheste Zeit, wo man Großmutter werden kann, ist 20 Jahre. Das waren Männer. Deswegen sollte uns nicht wundern, dass die Sahaba, die auch jung im Alter waren, jedoch gewaltige Taten vollbracht haben. Wieso? Die waren weit, weit mit dem Verstand. Und nicht heute mit Spielzeugen spielen und so weiter. Diese Menschen haben verstanden die Angelegenheit. Und sie haben verstanden der Wert von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt eine Überlieferung,
von Abi Sa'id al-Khudri, wo Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm verbietet, Hadithe zu schreiben. Ulema haben gesagt, diese Überlieferung speziell, sie hat Schwächen drin. Erster Ansichtspunkt. Zweiter Ansichtspunkt, er hat ihm speziell verboten. Ihm speziell. Wieso? Er hatte Angst, dass er Verwechslung macht mit dem Koran. Oder die dritte Erklärung sagen die Ulema, man darf nicht an einem Blatt, das heißt zu der Zeit der Sahaba, man dürfte nicht in einem Blatt Koran und Hadith schreiben. Wieso? Dass es nicht später zu Vermischung führte. Das sind die Erklärungen. Doch die richtige Meinung ist, dass die Sahaba geschrieben haben, Sahifat Abu Bakr fi Zakah, Sahifatul Ali, das Büchlein vom Ali, von Abu Huraira, vom Anas ibn Malik und so weiter. Das heißt, die Sahaba haben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben. Wie Abu Huraira sagte, ich konnte am meisten Hadithen, außer ein Einer konnte mehr als ich hatte, wer? Abdullah ibn Amr. Wieso? Er hat geschrieben, ich habe nicht geschrieben. Jedoch, Abu Huraira heute Nummer 1 mit Hadithen. Wieso? Die Hadithen von Abdullah ibn Amr wurden nicht alle uns übermittelt worden. Und Sheikh Rabi erwähnt einen weiteren Vers vom Koran, und in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. Schaut euch diese Beschreibung, Brüder. Dieser Vers vom Koran, es verdient, mit Goldtinte niedergeschrieben zu werden. Mit Goldtinte. Und wenn es wäre etwas Goldwertiges als Gold, hätte es verdient, dieser Vers geschrieben zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Medina, das ist Dar Medina gemeint, die ihre Heimat Medina war, wal Iman, und sie waren gläubig, sie glaubten an den Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was sind ihre Eigenschaften? Yuhibbuna man hajra ilayhim. Sie lieben diejenigen, die zu ihnen Hijra machen. Sie lieben heute, wenn ein Fremder kommt. Jeder will rausgehen und dass niemand mit ihm nach Hause kommt. Diese Sahaba, sie liebten die Muhajirina. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter? وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. Und sie empfinden in ihrem Herzen nichts, kein Verlangen. مِمَّا أُوتُوا. Was denn Muhajirun gegeben wurde? Von Kriegsbeute oder was auch immer, von Häusern in Medina und von Landflächen. Diese Muhajirun, die ihre Liebe zu den Muhajirun, es änderte nichts dabei. Obwohl sie haben sie empfangen, obwohl sie haben alles ausgegeben für sie. Und als den Muhajirun gegeben wurde, in ihrem Herz kein bisschen hat sich etwas bewegt. Wieso? Ihre Liebe war für Allah subhanahu wa ta'ala. Rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter? وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Allah hat verschaut. Sie, diese Ansar, sie schaden sich selber, indem sie ihre Brüder bevorzugen. Sie haben selber Bedürfnisse für das, was sie ausgeben. Jedoch, sie bevorzugen ihre Brüder. Ein Mann, Abu Huraira überlieferte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm, ja Rasulullah, ich bin hungrig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte zu allen seinen Frauen, sagte zu ihnen, fragt meine Frauen, was hat zum Essen zu Hause. Diese edle Frauen, diese reine Frauen vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagten, Wallahi, wir haben nur Wasser zu Hause. Nur Wasser. Und das in das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Kopf des Islam. Seyyid al-Mursalin, das ist der Führer der Gesandten. Und dieser Mann hat nichts zu Hause außer Wasser. Allahu Akbar. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wer wird diesen Mann heute Abend begastwirtschaften? Möge Allah sich ihm erbarmen. Ein Ansari, schau mal, yuthirun ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Dieser Ansari sagt, ja, Rasulullah, ich. Er nahm diesen Mann mit
und ging nach Hause. Als sie nach Hause kamen, er sagte zu dieser edlen Sahabia, was hat zu Hause zum Essen? Diese Frau sagte, nur das Essen von Kindern, nichts zu Hause. Wir haben kein Essen, nur ein bisschen Essen von Kindern. Allahu Akbar. Jedoch diese Frau schaut, das sind Selefia-Frauen, Bruder. Diese, das sind Selefia-Frauen. Das sind Charaktereigenschaften einer rechtschaffenen Selefi-Frau. Die sagte nicht, ja, fängt an zu klagen, du hast nichts gebracht und so weiter und so fort. Nein, die wusste, dass dies kommt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, der Sahabi sagte, mach das Essen für ihn bereit. Wenn er reinkommt ins Haus, mach die Lichter, die Öllampen aus. Wieso? Weil das Essen von Kindern war genug nur für einen Mann. So wir zwei, ich und du, wir werden so tun, als wir würden essen mit ihm. Wieso? Weil wenn wir nicht essen, er fühlt sich schlecht. Er fühlt sich unwohl. So tun wir kauen mit unseren Zähnen, als würden wir essen. Jedoch wir essen nichts. Nur, dass er sich wohlfühlt dabei. Schaut, diese Frau und dieser Mann. Allahu Akbar. Wir verwundern uns über sie. Allah subhanahu wa ta'ala verwundert über diese Frau. Und am nächsten Tag kamen die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte zu diesem Mann, Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron verwunderte sich über euren Tat, was ihr gestern abgeliefert habt. In anderen Überlieferungen, Allah lachte, war zufrieden mit diesem Tat. Schau mal, das ist, sie bevorzugen ihre Brüder vor sich selbst. Schau die Beispiele vom Sahaba. So waren die Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Sheikh Rabia sagt, er macht klar diese Imam. Er sagt, wisst ihr was? Aber die Ansar, sie vollbringen solche Taten. Jedoch, die Muhajirun sind besser als die Ansar. Das heißt, Sheikh Rabia will sagen, Tetesawaru, stellt euch vor, wie die Muhajirun waren. Emfal Abi Bakr und Omar und Uthman und Ali. Wenn diese Ansar, die nicht in der Stufe von Muhajirun waren, sie vollbrachten solche gewaltigen Taten, Bergen von Taten, wie waren dann die Muhajirun? Wie Abu Bakr und Omar und Uthman und Ali und alle anderen, die großen Sahaba. So waren die Sahaba. Und Sheikh Rabia sagt, wie viele Menschen in der heutigen Zeit, sie sind überheblich und hochmütig über die Fremden. Wenn Fremde kommen, so Flüchtlinge, alle beschimpfen sie. Jedoch die Ansar von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie fingen ihre Brüder aus Mekka mit offenen Armen und sie bevorzugten sie vor sich selbst. Sheikh Rabia sagt, jedoch heute in unserer Zeit, viele Menschen, wenn eine Fremde kommt in der Stadt oder in der Umgebung, alle sind sie überheblicher über ihn, also auf ihn und hochmütig. Und das ist das Gegenteil, worauf die Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin Salafi, ich bin Sunni, er muss diese Beispiele sich festbeißen und sie in Tat umsetzen. Sonst sind wir weit weg davon, von dem Weg von den edlen Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Gefährten, wie Sheikh Rabia sagt, sie liebten diejenigen, die zu ihnen auswanderten. Und sie bevorzugten diese Menschen vor sich selbst, obwohl sie waren selber bedürftig. Bruder, sie waren selber bedürftig. Sie haben selber nötig gehabt, Essen zu bekommen, Nahrung zu bekommen. Jedoch, was machen sie? Das Wenige, was sie haben, sie geben aus. Das ist der Grund, wozu Allah Allah erwähnt sie tausende von Jahren, bevor sie überhaupt existieren. Wieso? Wegen dieser edlen Eigenschaften, Bruder. Nicht, weil sie im Fernsehen kamen oder weil sie, keine Ahnung, irgendwas, welche kaputten Menschen nachgemacht haben. Nein, sie haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachgemacht. Und nicht so Psychopathen aus Hollywood und im Fußball und so weiter. Das sind alles die schlimmsten Menschen, was existieren. Wir haben unsere Beispiele. In der ersten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann die Sahaba, dann die Aimmatul Kibar.
Wir brauchen keine Beispiele und Vorbilder. Das genügt uns. Das sind die besten, reinsten Menschen, die gelebt haben auf dieser Erde. Und nicht die, die nachgeahmt werden. Sie können sie nicht mal richtig waschen. So sind sie niedrig, diese Menschen. Und dann werden sie nachgeahmt von irgendwelchen Muslimen, die schwach sind in ihrem Glauben. Unsere Ehre ist nicht, in der westlichen Welt nachzuahmen. Unsere Ehre ist im Islam, wie Umar radiallahu anhu sagte, als er nach Scham kam. Ha, wieso kam nach Scham? Dieser Herrscher von Scham sagte, ich will diesen edlen Mann treffen. Schau mal, die Kuffar sehen sich nach, diese Sahaba zu sehen. Und dann Umar ging nach Scham, um den Schlüssel von Beitul Maqdis ihm zu übergeben. Als Umar ankam in Beitul Maqdis, seine Kleider waren zerrissen und zweiteilige Kleider, weil er war groß, ein Löwe. Dann sagte ihm, Ubayd ibn Jarrah, sagte ihm, ja Umar, es gebührt sich nicht für den Khalifa Amir al-Mu'minin, dass er so rausgeht vor den Menschen. Er sagte, ja Ubayd ibn Jarrah, wäre jemand anderes gewesen, hätte ich ihn geschlagen. Aber dieser Ubayd ibn Jarrah hatte große Position bei Umar, radiallahu anh, und deswegen hat ihn gelassen. Und dann sagt er ihm, Allah hat uns mit dem Islam geehrt. Wer anders so eine Ehre sucht, Allah wird ihn erniedrigen. Und so kam die muslimische Erniedrigung über die Muslime. Die Sahaba, als sie nach Medina kamen, sie waren 500 Mann. Sie meinten, die Jemaah ist groß geworden. Sahaba freuten sich, meinten, Mashallah, die Muslime sind viel. 500 Mann. Und sie kamen bis nach Spanien und Frankreich in der Ecke. Waren sie immer in Unterzahl Muslime? Immer! Das muss man wissen. Kriegsvorbereitungen und auch in Anzahl Personen waren immer Muslime in der Unterzahl. Aber was hat sie geholfen? Ihre richtige Aqida. Und nicht ihre Khawarij-Aqida und Sufi-Aqida und die Ikhwani-Aqida und die Tabligh-Aqida und so weiter. Nein, die Salafi-reine Aqida, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Deswegen Allah verhalf diese Menschen und sie eröffneten die Länder und dann die Herzen von den Menschen. Und Sheikh Rabia sagt, Hafidahullah, ich ermahne euch, meine Brüder, sich für Allah zu lieben und die Fremden zu lieben und sie zu respektieren. Schaut der Imam, was für Ratschläge gibt er uns? Dieser Mann, er gibt uns Ratschläge besser als unsere Großeltern, besser als unsere Väter. Er sagt, ich ermahne euch, liebt euch für Allah und liebt die Fremden und respektiert sie und gibt ihnen Hukuk Islam, die Rechte des Islam, weil sie Muslime sind. Und Sheikh sagt, Sheikh Rabia Hafidullah, diese Angelegenheit, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, die Muslime für Allah zu lieben, ist eine gewaltige Sache. Was lässt euch wissen, was Allah dafür euch belohnen wird? Was ist die Belohnung dafür? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, wajabat mahabbati. Allahu Akbar. Wenn jemand sowas hört, muss seine Ohren hochgespitzt werden. Allah sagt, meine Liebe ist zur Pflicht geworden. Allah, zur Pflicht, Allah macht sich zur Pflicht. Selbst Allah subhanahu wa ta'ala. Was macht er sich zur Pflicht? Über wen? Seine Liebe? Macht uns Allah subhanahu wa ta'ala klar. Lil mutahabbina fiyya. Diejenigen, die sich in meinem Namen lieben. Und dann weiter. Wal mutajalisina fiyya. Wal mutazawirina fiyya. Wal mutabadilina fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt vier Sachen, die er seine Liebe sich zur Pflicht gemacht hat über diese Menschen. Was sind diese vier Eigenschaften? Erste ist, für diejenigen, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, rein für Allah. Und für diejenigen, die sich zusammentreffen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und für diejenigen, die sich gegenseitig besuchen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und für diejenigen, die sich gegenseitig unterstützen bzw. sich helfen für Allahs Sache. Das heißt, besuchen
besuchen einen Bruder im Islam, wird von den Gründen sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt. Diese hohe Stufe zu erreichen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn jemand von uns zu seinem Bruder geht, er soll von Anfang an seine Absicht reinmachen, ihn für Allah subhanahu wa ta'ala zu besuchen. Und nicht für etwas anderes. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Sheikh Rabia sagt, diese Eigenschaften, sich für Allah zu lieben, sich zu sitzen, sich zu unterstützen und zu besuchen, das sind gewaltige Eigenschaften. Und es gebührt sich für den Muslim, daran, an diese Eigenschaften bestrebt zu sein. Und Sheikh Rabia sagt, bei der Unterstützung, sich helfen für Allah, es kann sein, Hilfe ist nicht nur materiell, auch körperlich. Wenn jemand etwas braucht, für seine Wohnung, für sein Auto, für irgendwas, wenn man nicht imstande ist, ihm materiell zu helfen, dann was? Körperlich. Weil das gehört auch dazu. Und Sheikh Rabia sagt, diese Eigenschaften, sich für Allah zu lieben, zu sitzen, sich zu unterstützen und zu besuchen, wiederbelebt, oh meine Brüder, diese Eigenschaften unter euch. Das heißt, Sheikh Rabia Hafidahullah sieht in dieser Angelegenheit Schwächen bei den Salafiyun. Die Salafiyun, es wurde zur Routine Salafi sein. Wallahi, es ist keine Routine. Salafi zu sein, ist die edelste Sache, was auf der Welt ist. Weil das ist der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dessen Sahaba. Das ist etwas Außergewöhnliches, die Allah uns diese Gunst erwiesen hat. Wallahi, nicht, dass wir viel intelligenter sind als andere Menschen. Es gibt genug Menschen auf der Erde, die viel schlauer als wir sind. Jedoch Allah gab uns diesen Erfolg und rechtleitete uns zu der Salafia. Deswegen, diese Gunst müssen wir tagtäglich uns daran erinnern und was? Allahs danken. La in shakartukum, la zidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr dankbar seid, werden wir euch Vermehrung geben, mehr an Gunsten. Das heißt, von den Gründen, dass man mehr Gunsten bekommt, ist was? Dass man dankbar ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Die Brüder fragen sich ja, wieso und wieso und wieso über einige Sachen, die er nicht bekommen hat. Aber er hat hundert und tausenden und von tausenden Gunsten, die Allah ihm gegeben hat, nicht ein einziges Mal Allah gedankt. Und dann fragt er sich, wo liegt es? Liegt es bei uns? Von den Gründen sich für Allah, also dass die Liebe größer wird für Allah subhanahu wa ta'ala, unter den Muslimen ist was? Der Friedensgruß zu verbreiten. Und Sheikh Rabia sagt, nicht nur zu denen Salam zu geben, die wir kennen, auch zu denjenigen, die wir sie nicht kennen. Siehst du einen Muslim auf der Straße? Du kennst ihn nicht, aber du weißt, dass er ein Muslim ist. So gib ihm Salam. Dieser Salam ist von den Gründen, dass wir Muslime uns gegenseitig lieben werden. Ist es unsere Aussage? Ist es von Imam Rabia? Nein. Es ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der nicht von seinen eigenen Gelüsten spricht, sondern es ist vielmehr eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, in dem er sagt, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Wahrlich, ihr werdet nicht das Paradies betreten, bis ihr euch liebt, bis ihr glaubt. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Und ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr euch liebt. Das heißt, liebt für Allah subhanahu wa ta'ala. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, wenn ihr dies tut, so werdet ihr euch gegenseitig lieben. Das sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, Afshu salam bainakum. Verbreitet der Salam, der Friedengruß unter euch. Und dieser Hadith ist beim Muslim überliefert worden vom Hadith Abi Huraira radiallahu an.
So sagt der Sheikh Hafizahullah, so das Verbreiten der Salam ist von den großen Gründen, sich für Allah zu lieben. Und dann sagt er, er erinnert uns auf etwas. Schaut die Gelehrten die Präzisität, ihre Feingefühl. Der Friedengruß, der Salam für Allah und nicht für Augendienerei oder sich einschleimen oder für weltliche Nutzen. Das heißt, auch beim Salam geben, müssen uns wir die Niyya, die Absicht fassen, dass dieser Salam für Allah wird. Dann wird sich die Liebe vermehren. Aber wenn wir Tag und Nacht 24 Stunden Salam geben, aber für Augendienerei und für Interesse der Dunya, da gibt es keine Verbesserung und keine Wirkung. Das heißt, der Salam, sogar beim Salam geben, sollten wir uns die Niyya reinmachen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht für etwas Weltliches, der Salam zu verbreiten. Und von den Gründen, dass, man sie, dass wir von Allah geliebt werden, dass wir die Allahs Liebe gerecht werden, ist was? Das Lieben der Ansar. Das heißt, die Liebe zu den Ansar, diejenigen, die von Medina waren, diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam geholfen haben und ihre Häuser für den Hijra aufgemacht haben. Das heißt, von den Gründen, dass Allah uns liebt, ist, dass wir sie lieben. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yuhibbu al-ansara illa al-mu'min. Niemand liebt die Ansar außer ein Gläubiger. Mu'min, Iman. Nicht nur Islam, Iman, Mu'min. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Und niemand hasst sie außer ein Munafiq. Das heißt, wenn jemand kommt, wie Sayyid Qutb und andere Köpfe der Ikhwan und Muflisin und Mufsidin auf der Erde, und dann beschimpfen sie die Sahaba wie Uthman radiallahu an und Talha und Zubair und Amr ibn As, dann sagen wir, weil diese Khawarij behaupten uns, sie wollen uns vormachen, dass dieser Sayyid Qutb, Ad-Dal wal-Mudil, dass er Shahid gestorben ist. Nicht mal sagen sie Inshallah, so sind sie überzeugt. Und fanatisch. Und noch schamloser ist, dieser Muhammad Hassan, er sagt, Sayyid Qutb hätte Bart gehabt. Da haben sie Realitätsverlust, diese Menschen. Wallahi, der Shaitan hat ihre Köpfe verdreht. Sie sehen sogar die klare Wahrheit nicht mehr ein. So ist das Irrtum, meine Lieben. Schaut euch diese Stufe des Irrtums. Sogar die ganz deutlichen Sachen sind bei ihnen total verschwommen und undeutlich geworden. Wieso? Weil sie haben sich losgesagt von dem Weg der Kibar Ulema. Und das ist ihre Endzug gewesen, ihre Endstation. Und Sheikh Rabia sagte auch, Sheikh Fuzan sagt, Hafizahullah, er sagte, Khawarij, Al-Awwalin, die ersten von den Khawarij, sie waren intelligent, sie waren war. Yani Enthaltsamkeit von dieser Dunya, Entfernis von dieser Dunya. Was wurde für sie zum Verhängnis? Wisst ihr was? Die Entfernung von den Ulema, beziehungsweise von den Sahaba in ihrer Zeit. Das heißt, sie entfernten sich von den Sahaba, obwohl sie waren intelligent und sie hatten Enthaltsamkeit von dieser Dunya. All dies nutzt ihnen nicht. Wieso? Sie haben sich von den Ulema entfernt in ihrer Zeit, beziehungsweise damals waren die Sahaba. Und so war ihr Abschluss. Was? Sie haben sich selber geschadet und wurden zum größten Übel der Umma, wie Ibn Taymiyyah rahimullah sagte. Das heißt, diese gefährliche Sekte, die auch in der heutigen Zeit den Muslimen überall auf der ganzen Welt Schaden zufügt, egal wie sie heißen heute, ISIS, Daesh, Boko Haram, Nusra, Jabha, Salafiyun, Jihadiyun, keine Ahnung was, alle sind sie gleich. In der Waagschale der Rahmatullah al-Jamal, was? Khawarij. Wieso? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Khawarij werden alle 100 Jahre wieder hervorkommen. Und alle 100 Jahre werden die Könige, beziehungsweise die Herrscher, sie vernichten. Und ihre letzte herauskommen wird mit dem Dajjal sein. Sie werden mit dem Dajjal zusammen rauskommen und gegen die Muslime kämpfen. Das ist ihre
Endstation von den Khawarij. Und diese Khawarij und an ihrem Kopf Sayyid Qutb in der heutigen Zeit, er beschimpft Sahaba. Er beschimpft Suleiman a.s. Er beschimpft Dawud a.s. Er beschimpft Musa a.s. Und dann sagen sie uns, er ist Shahid. Für was Shahid? Dass er Musa beschimpft hat? Dass er Dawud beschimpft hat? Dass er Suleiman a.s. beschimpft hat? Ohne Zweifel, dieser Mann hat die Grundsteine für den Khawarizmus, für den Tekfirismus in dem 20. und 21. Jahrhundert gelegt. Seine Finger, alle diese muslimische Blut, egal wo auf der Welt, Tunesien, Marokko, Ägypten, Irak, Jemen, alle in Libyen, es klebt an den Finger vom Sayyid Qutb, alles auf seinem Konto. Und die Khawarij, sie verteidigen ihn. Jedoch Sheikh Rabia macht klar. Und deswegen, bis heute können sie nicht diesen Schmerz verarbeiten, die ihnen Sheikh Rabia zugefügt hat. Wieso? Weil er hat ihn aufgedeckt. Viele Menschen dachten über ihn. Gut, Sheikh Ubaid sagte zu uns, wir haben vor 60 Jahren, 50 Jahren Bücher von Hassan al-Benna gelesen. Wir fanden sie gut. Und dann kam Imam Rabia, Bruder, und machte eins nach dem anderen klar. Und stellte die Klarheit, machte Klarheit für die Muslime. Und deswegen hassen sie diesen Mann so. Das ist der Grund. Und deswegen bereiten sie sich vor, in jeder Sache diesen Mann zu schaden. Und seine Position zu abwerten. Wieso? Er hat das aufgeklärt, die Muslime. Und Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, zu den Ansar, zu den Helfer, wird jeder zugeschrieben, der die Religion Allahs verhilft und beschützt. In jeder Zeit und Ort. Das heißt, nach dieser Aussage, wollen wir zu den Ansar Allahs gehören auf der Erde, dann sollten wir Allahs Religion verhelfen und beschützen. Das ist von den gewaltigsten Taten, was man machen kann. Allahs Religion zu beschützen auf der Erde. Dann werden wir inshallah diese Stufe erreichen. Und wer sie hasst, die Ansar Allahs, Allah hasst ihn. Denn wahrlich, sie sind die Helfer Allahs auf der Erde. Sie verhalfen Allahs Religion und verbreiteten seine Religion und belehrten die Menschen die Religion Allahs und verteidigten sie von den Lügen und Zweifeln und ihresgleichen. Und Sheikh Rabia sagt von einem Hadith einen Abschnitt, und das sind die Fremden, Al-Ghuraba, für einen von ihnen ist die Belohnung wie von 50 Mann. Die Sahaba sagten zum Prophet, 50 Mann von ihnen oder von uns? Der Prophet sagt, von euch, sagt er. Wann? Wenn wir Allahs Religion helfen und so beschreiten, wie die Sahaba waren, ist die Belohnung 50 Mann. 50 Mann in unserer Zeit? Nein, 50 Mann von den Sahaba. Radiallahu anhum. Aber was ist die Voraussetzung? Dass wir El-Ghali und Nefis, die teuersten und die edelsten Sachen, die wir besitzen, für Allahs Religion ausgeben und aufopfern. Dann kommt diese Stufe, 50 Mann Belohnungen von den Sahaba. Aber heute leider, wenn jemand angesprochen wird, jeder will sich nach Hause gehen und in Ruhe gelassen zu werden. Und wieso haben sie so große Belohnung? Wieso haben sie so eine große Belohnung, diese Männer? Weil die Verhelfer in dieser Zeit, in unserer Zeit, diejenigen, die Allahs Religion helfen, sind wenig und die Feinde sind viel. Ali ibn Medini sagte, und das ist der morgige Vers, aber das will ich bringen, Ali ibn Medini sagte, nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niemand hat sowas vollbracht wie Imam Ahmed rahimullah. Niemand. Ihm wurde gesagt, nicht mal Abu Bakr. Er sagte, nicht mal Abu Bakr. Allahu Akbar, schau diese Aussage, Bruder. Und dieser Mann ist ein Imam, der sie tätigt. Er redet nicht von sich selber. Er sagt den Menschen, Imam Ahmed vollbrachte etwas, leistete etwas, nicht mal was Abu Bakr geleistet hatte. Die Menschen waren verwundert. Aber dieser Mann, dieser Alim, Ali ibn Medini, hat
eine Erklärung dafür. Er sagte, Abu Bakr, als die Ayyam al-Ridda kamen, die Leute, die von Religion abgefallen sind, er hatte viele Helfer. Waren Umar, Uthman, Ali, Mu'ath ibn Jabal und die großen Sahaba. Sie halfen ihm, diesen Mann. Jedoch, als Imam Ahmed kam bei Mihna, bei dieser Fitna, Khalq al-Quran, die diese Mu'tazila und Jahmiya kamen, Imam Ahmed war ganz allein. Und das ist, wieso sagt dieser Ali ibn Medina, rahimullah, niemand vollbrachte sowas nach dem Propheten, wie Imam Ahmed es vollbracht hatte. Wieso? Weil Abu Bakr hatte Elfer, die ihn verhalfen und ihn unterstützen, jedoch Ahmed rahimullah war ganz allein. Und ganz allein wie eine Bergbruder, die nichts ihn erschütterte. Das sind Menschen. Und ein anderer sagt, Ali ibn Medina sagt, Allah hat diese Religion mit zwei Männern gerettet. Abu Bakr, Yawm al-Ridda und Ahmed rahimullah, Yawm al-Mihna. Dass Allah eben die Religion mit zwei Männern gerettet hat. Mit Abu Bakr, als die Menschen abgefallen sind von der Religion, er hat den richtigen Standpunkt eingenommen und die Sahaba sind ihm gefolgt. Und dann Imam Ahmed, rahimullah, als er seine Position machte, dass er sagte, der Koran, غير المخلوق, Kalamullah minhu bada wa ilayhi yaud. Dass der Koran ist nicht erschaffen, ist Allahs Wort, die er gesprochen hat, von ihm hat angefangen und zu ihm wird zurückkehren. Und Sheikh Rabia sagt, so wer die Helfer Allahs hasst, so hasst ihn Allah. Denn die Frage stellt sich hier, wieso hasst er diese Menschen? Wieso tut er das? Hasst er sie wegen ihrer Aussehen oder wegen ihrer persönlichen Eigenschaften? Ganz klar ein Nein, Bruder. Sein Hass gegen diese Menschen ist, was diese Menschen vertreten an der Religion, von der Religion Allahs. Deswegen, sie hassen diese Menschen. Deswegen diese Hisbis, sie kriegen roten Augen, wenn Rabia ibn Hadi erwähnt wird. Wieso? Weil dieser Mann zu groß ist oder zu dick oder zu klein? Nein, niemals! Oder weil er sein Bart rötlich ist ein bisschen? Nein, niemals, Bruder! Oder weil er ein bisschen dunkelhäutig ist? Nein! Nur, was er geleistet hat für Allahs Religion. Sheikh Rabia, Nejmul Liqa, Bruder! Sogar die Hisbis haben zugegeben. Der Sheikh Rabia, wenn er geht irgendwo, er ist der Najm vom Liqa. Er ist der Stern vom Treffen. Der leuchtende Stern, dieser Mann, Bruder. Wieso? Weil seine Kleider sind so schön. Wallahi! Ich habe niemanden gesehen in dieser Zeit, wie Sheikh Rabia war von dieser Dunya hatte. Manchmal ist es ein Thaub, ein Knopf zu, ein Knopf auf, ein bisschen mit Flecken und so weiter. Wieso? Dieser Mann interessiert sich nicht für diese Dunya, Bruder. Er ist ganz weit weg von dieser Dunya. Jedoch, was hat ihn so lieb gemacht? Dass der ganze Haram al-Madani blockiert wird wegen diesem Mann. Und Sheikh Abdurrahman Muhyiddin sagte, oh meine Söhne, als Albani Rahimullah hier war, waren dreifach so viel um ihn herum. Jetzt sind schon extrem viel um Sheikh Rabia, wenn er bei Masjid Nabawi kommt, beten. Jedoch als Sheikh Albani war, in Medina gelebt hat, es waren dreifach so viel Menschen um Sheikh Albani, rahimullah. Das heißt, der ganze Haram war blockiert. Und Sheikh Rabia hat einmal Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad in Medina, in Masjid Nabawi besucht. Vor 7 Jahren knapp, 6, 7 Jahre. Es wurde mir berichtet von den Brüdern, die älter sind und mir vorausgegangen sind im Wissen. Als Sheikh Rabia ankam und nach dem Ders einigen Blätter am Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad übergab, als die Studenten merkten, dass Sheikh Rabia da ist, der ganze Haram war blockiert. Konnte man sich nicht mehr bewegen. Alle Studenten stürmten da. Zwei Sterne treffen sich zueinander, Bruder. Zwei edle Sterne, zwei hochkarätige Sterne, zwei Diamanten dieser Zeit. Und Sheikh Rabia sagt, Hafidahullah, so seid gewarnt, dass ihr eine nahegestellte Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Seid gewarnt davor. Denn wahrlich, derjenige, der ein Waliullah, ein nahegestellter Allah hasst,
so hat Allah in der Krieg erklärt. So gewaltig ist die Angelegenheit. Das heißt, man muss ganz vorsichtig sein. Denn wahrlich, Allah liebt seine Awliya, seine Nahegestellten, und er ist eifersüchtig für sie, wenn es ihnen Schaden zugefügt werden von den Menschen. So sollen wir davor gewarnt sein. Und Allah verhilft seine Awliya im Diesseits und im Jenseits. Die sind Mubarakin, die sind Gesegnete. Und Sheikh Rabia sagt auch, Hafizahullah weiter, dass er uns die Wahrhaftigkeit ans Herzen legt, dass wir wahrhaftig sind. Er legt uns ans Herzen die Wahrhaftigkeit in der Glaube und aufrichtig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ يَنْفَوْ صَادِقِينَ صِدْقُهُمْ. An dem Tag, den Wahrhaftigen wird ihre Wahrhaftigkeit nutzen. Das heißt, das, was am Yawmul Qiyamah uns Nutzen bringen wird, ist was? Die Wahrhaftigkeit in der Glaube zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufrichtig zu sein. Und nicht mit Augendienerei unsere Taten auszuführen. Jedoch mit was? Mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Denn innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Denn wahrlich, der Lüge erdichten diejenigen, die nicht an den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Wa ulaika hum al-kadhibun. Und wahrlich, das sind die Lügner. Und Sheikh Rabia sagt, an dem Tag, am Yawm al-Qiyamah, wird der Lüge verdünsten, wird nichtig, wird sogar dem Mensch, dem Lügner, als Verhängnis, ihm schaden in Wirklichkeit. Und was wird ihm nutzen? Die Wahrhaftigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und betrügen, lügen, betrügen, hintergehen, ist nicht von den Eigenschaften der Gläubigen. Das heißt, ein Muslim, ein Gläubiger, er muss sich ganz fern, aber richtig fernhalten von was? Vom Lügen, Betrügen und Hintergehen. Die Khawarisch von heute, sie wollen Staat gründen mit Lügen. Sie wollen den Menschen die Religion bringen mit Lügen, mit Betrug, Hintergehen. Es ist nicht vom Islam, absolut nicht, dass wir die Verträge, die wir haben, mit den Kuffar zu brechen. Weil als Heraklius diese römische Führer mit Abu Sufyan im Gespräch war im Scham. Er fragte, wie ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte ihm, er bricht nie sein Versprechen. Das heißt, er hat eingehalten das Versprechen und die Bündnisse mit den Kuffar. Auch wenn sie Kuffar sind, man darf sie nicht betrügen. Denn wahrlich, die Menschen, die in Indonesien und Malaysien und die ganzen Länder, sie haben den Islam nicht genommen, weil sie Betrüger wollen sein. Sie haben die Treue und die Wahrhaftigkeit von den Sahaba gesehen und deswegen waren bereit, in diese Religion reinzutreten. Jedoch heute, diese Menschen, die das Kleid des Islam angezogen haben, sie schaden dem Islam im Namen des Islam. Und das war das Ziel von den Ungläubigen. Die Muslime zu schaden vom Inneren. Und deswegen, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, dass die Leute der Bid'ah sind schädlicher, mehr Schaden fügen sie den Muslimen zu, als die Kuffar. Wieso? Die Kuffar kommen rein, nehmen dein Haus, dein Dach. Jedoch deine Aqida ist richtig, sauber. Wenn du so weiter bleibst, bist du in Jannah, insha'Allah. Jedoch kommen die Erneuerer, sie machen deine Aqida kaputt. Sie erlauben dir zu rebellieren.
sie erlauben dir, gegen die Ulema zu reden und so weiter und so fort. Und wenn du sie fragst, wo ist Allah, sagen sie, wir wissen nicht. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er über dem Thron ist. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass er über dem Thron ist. Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Und dann Jamaat und Tabligh gehen nach Indien und sagen was? Das Gehen nach Indien bei diesem Muhammad Ilyas, wo mit seiner Frau in der Moschee begraben ist, ist besser als nach Mekka zu gehen. Als Imam Rabia diese Sekte auseinandergenommen hat, war Sheikh bin Baz hin und her gerissen. Wer? Sheikh bin Baz. Wie Ulema sagen Sheikh Ubaid und Sheikh Abdurrahman Muheddin, Sheikh al-Islam in unserer Zeit. Ein Sheikh Muheddin war hier im Jahre 2012, habe ich ihn gefragt, wie war Sheikh bin Baz? Er sagte, ein lebendiger Salaf. Als würdest du die Salaf, wie Abdullah ibn Mubarak und Muhammad ibn Sirin, würdest du ihn sehen, als würdest du sie sehen. So war dieser Mann. Sheikh bin Baz schaut diese Menschen, wie sie Betrüger sind. Deswegen schreibt er, wahrhaftig sein. Als Sheikh bin Baz hörte, einige loben diese Gruppe und einige kritisieren sie. Sheikh bin Baz sagte zu seinem Sekretär, geh nach Indien, offizielle Reise, und überprüfe es, was machen sie da. Die Tablighis wussten, dass dieser Sekretär von bin Baz, Rahmullah, will kommen zu uns. Was haben sie gemacht? Ihre Schirkiyat-Bücher und Zanadiqa-Bücher haben sie unter den Tisch gestellt. Und was haben sie auf den Tisch gelassen? Bücher von Mohammed ibn Abdul Wahhab, Bücher von Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim. Als dieser Sekretär ankam, das übermittelte mir Abdullah al-Juhani, unser junger Sheikh aus Medina. Als er ankam, sah nur Gutes bei ihnen. Bücher vom Tawhid und so weiter. Dann ging er zu Sheikh bin Baz. Sheikh bin Baz sagte ihm, und wie waren sie? Er sagte, ich sah nur Gutes bei ihnen. Jedoch Rabia ibn Hadi hörte nicht auf. Und das ist Salafia, Bruder. Wenn jemand zusätzliches Wissen hat, er hat Vorhang. Auch wenn er weniger im Rang ist als der andere Sheikh. Rabia hörte nicht auf. Bin Baz sagte zu seinem Sekretär, jetzt gehst du noch einmal zu ihnen. Aber das mal versteckt, dass niemand Bescheid weiß. Als er beim zweiten Mal ankam, sah er die Bücher vom Schirk auf ihrem Tisch. Und die Bücher vom Tawhid waren nirgendwo. Dann kam er zurück. Und Sheikh bin Baz sagte, schaut euch diese Eifersucht für Männer Salafi. Diese Männer hatten Eifersucht und lassen sich nicht spielen mit diesem Manhaj. Weil das ist Manhaj al-Anbiya. Er sagte, bring die Fatawas, die ich diktiert habe, bring sie mir her. Weil er hatte seinen Daumen auf dem als Stempel. Weil Sheikh Mazar blind. Er sagte, bring die Fatawas. Er zerriss im selben Moment. Er hat sie zerrissen. Er hat nicht gesagt, morgen, übermorgen. Nein, jetzt bringt sie. Er hat sie zerrissen, als ihm die Klarheit klar wurde. Heute werden die Menschen, die Klarheit war, sagen, ja, aber mein Kollege, mein Freund, mein Hoja, meine Tante und so weiter. Bist du für Allah im Islam gekommen oder bist du für dein Hoja? Dann soll das sich mal entscheiden. Weil nirgendwo steht im Koran, dass wir irgendwelchen Dorf-Hojas folgen. Jedoch im Koran steht uns, Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu befolgen, Sahaba und was? Die Ulema zu fragen, wenn wir nicht wissen. Ulema, Kibar, die bekannt sind für ihr Wissen und für ihre Gottesfurcht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Thalathatun man kunna fihi kana munafiqan. Drei Sachen, drei Eigenschaften, wenn sie bei jemandem vorzufinden sind, so ist er ein Munafiq. Ein Heuchler. Was sind diese Eigenschaften? إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اعتمن خان. Und andere Überlieferung, وإذا خاصم فجر. Das heißt, wenn er spricht, lügt. Wenn er verspricht, etwas verspricht er bricht sein Versprechen. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, so handelt er untreu. Und die vierte Überlieferung, und schau die Präzisität von diesem Imam, Sheikh Rabia Hafizahullah. Diese erste Überlieferung ist beim Bukhari und Muslim vom Hadith Abi Huraira radiallahu an. Jedoch die zweite Hinzufügung, وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرَ, das gehört sich nicht zu diesem Hadith. Es ist eine andere Überlieferung von Abdullah ibn Amr, dieser Hadith.
Und das ist Wissen, das ist pur Wissen, Bruder. Das sind Gelehrte, die jede Kleinigkeit schauen und als Referenz angeben, wo sie das Wissen genommen haben. Weil zu sagen, es ist wissenschaftlich falsch und unkorrekt, wenn man sagt, es ist in Muslim und in Bukhari, obwohl es ist in Muslim und in Bukhari, jedoch von zwei verschiedenen Sahaba, muss man das aufzeigen und hindeuten darauf. Das sind Ulema, das ist Wissen. Und nicht einfach reden, 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 ohne Angaben, ohne Referenzen. Lügen, betrügen und untreu handeln und sich zerstreiten und übertreiben in der Streit, das sind Eigenschaften, Sheikh Rabia sagt, das sind Eigenschaften bei vielen Menschen von Leuten der Bid'ah. Das heißt, die Leute der Bid'ah haben diese Eigenschaften. Sie lügen, sie betrügen, sie hintergehen und sie sind untreu. Das sind die Leute der Bid'ah. Und Sheikh al-Bukhari sagte, du findest keinen Erneuerer, außer er lügt. Keiner, außer er lügt. Schaut, wie schlimm sind, die Erneuerer. Und dann sagen sie, ja, ihr seid zu hart gegen sie. Wallahi, wie ich schon mehrmals gesagt habe, wir sind nicht mal 1% von dem, was die Selle waren gegen die Leute der Bid'ah. Das ist unser Zustand. 1% nicht mal heute, was die Selle an Härte gegen die Leute der Bid'ah gewesen sind. So ist Pflicht für den Muslim, sagt der Sheikh Hafidahullah, sich von Lügen und Betrügen und Übertreiten im Streit, sich zu entfernen, ist eine Pflicht, sich von diesen minderwertigen Eigenschaften, sich zu entfernen. Und was ist seine Pflicht auch? Sich an der Wahrhaftigkeit und Treue festzubeißen. In der Aussagen und Taten. Das heißt nicht nur Aussagen, sondern auch in Tat umsetzen, dass man wahrhaftig ist. Denn wahrlich, der Islam, diese Religion, der sich jeder von uns zuschreibt, diese Religion lernte uns diese edlen Eigenschaften. Und an der ersten Linie unser edler Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass wir wahrhaftig sind und treue. Sogar mit den Kuffar. Es ist nicht erlaubt, sie zu betrügen. Heute bei uns in Mazedonien, die Khawarij, sie erlauben, dass Strom klauen vom Staat. Wenn man sie fragt, wieso macht er das? Ja, das sind Kuffar. Jedoch, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Juden in Medina gehandelt hat, hat er nicht mal eine Rappe sie betrogen. Weil Lügen, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ma'sum, bewahrt worden vor Lügen, auch vor dem Prophetentum. Bevor er zum Prophet wurde, er hat nie gelogen. Weil Lügen ist etwas Minderwertiges, Widerliches. Sheikh Rabia sagt, die Strafe der Lügner ist, auch wenn er die Wahrheit spricht, wird ihm nicht geglaubt. Schau bei dem Salaf, die Strafe der Lügner ist, auch wenn er die Wahrheit spricht manchmal, es wird ihm nicht geglaubt. Das ist die Strafe vom Lügner. In diesseits. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Aleikum bis Sidq. Haltet euch oder auf euch ist die Wahrhaftigkeit. Fa'inna Sidqa yahdi lal birr. Denn wahrlich, die Wahrhaftigkeit führt zum was? Zur Gütigkeit. Wa'inna al birra la yahdi lal jannah. Und wahrlich, diese Gütigkeit führt ins Paradies. Wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra Sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi Siddiqan. Wahrlich, der Mensch, das heißt, der Prophet sagte, haltet euch an der Wahrhaftigkeit. Denn die Wahrhaftigkeit führt zum was? Zur Gütigkeit. Und die Gütigkeit ins Paradies. Und wahrlich, der Mensch wird so lange wahrhaftig, bis er bei Allah als wahrhaftig eingetragen wird. Allahu Akbar. Und Sheikh Rabia sagt, meine Lieben, die Wahrhaftigen, As-Siddiqun, die sind höher. Höher in der Stufe als was? Als Shuhada, als die Märtyrer. Das heißt, Shahid zu sterben ist eine von den gewaltigsten Stufen der Religion.
Es gibt gewaltiger, was? Siddiq zu sein. In Taten und Aussagen. Diese Stufe ist höher als Shuhada bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie kommt, Sheikh Rabia sagt, gleich die Stufe von Siddiqin. Deswegen wurde Abu Bakr genannt, Abu Bakr als Siddiq. Wieso? Weil diese Stufe ist höher als Shuhada. Und sie kommt gleich nach den Propheten. Das heißt, die höchste Stufe, die Propheten, und dann kommen die Wahrhaftigen. Jedoch, sie wollen uns ins Dschihad ziehen mit Lügen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gelogen. Und Abu Bakr hat nicht gelogen. Und Umar hat nicht gelogen. Und Uthman hat nicht gelogen. Und Ali hat nicht gelogen. Die sagen uns, kommt zu uns nach Syrien, da sind die Malaika zu sehen. Sagen sie so, im YouTube sind ihre Aussagen, sie können nicht mehr die Aussagen zurücknehmen. Kommt zu uns, sind die Malaika. Als würden die Malaika nur in Syrien sein und nicht in Mekka und Medina. Wir sagen diesen Psychopathen von Khawarij, wir sagen ihnen, am Tag von Badr, am Schlacht von Badr, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ja Abu Bakr, über uns sind die Malaika. Und Abu Bakr konnte sie nicht sehen. Aber diese El-Baghdadi, wo wir bis heute seinen Namen nicht wissen, er sollte sie gesehen haben. Dieser Spion, diese Marionette, wie Osama Bin Laden und alle, wie sie heißen. Wo haben diese Menschen gelernt, das Islam? Wo? Nirgendwo. Im Gefängnis kamen zu ihnen Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim, oder was? Die sollen Ingenieure arbeiten, weil das haben sie studiert, diese Bin Laden, der Scheitan. Er soll Ingenieur lieber Häuser bauen, aber nicht den Muslimen die Religion beibringen. Wir haben genug gelernt. Wallahi, Sheikh Abdullah Bukhari sagte zu uns in Medina, wir kennen Osama Bin Laden hier in Medina und in Afghanistan. Dieser Mann konnte nicht eine einzige Seite von Usul al-Thalatha von Muhammad ibn Abdul-Wahhab auswendig. Obwohl man dieses Buch in Saudi-Arabien von klein auf lernt auswendig. Dieser Psychokopf konnte sie nicht. Und seine Khutab, die er gehalten hat in Afghanistan, haben ihm die jemenitische Brüder vorbereitet, weil er zu schwach war. Er kann nicht recherchieren, er kann nicht mit Büchern umgehen, weil Bücher umgehen braucht Werkzeuge. Und er hatte leider sie nicht. Er hat diese Werkzeuge verbauen, aber nicht für Wissen nehmen. Das sind unwissende Köpfe, die zum Führer der Muslime über Nacht werden und dann sich jahrelang in der Höhle verstecken. Und dann sagen sie uns, wir müssen ihnen die Treue schwören. Wo schwören? Wo ist er? Lebt er? Ist er tot? 10-mal zum Tode erklärt. Und sollen wir einen Toten der Treueschwur geben? Aber das sind die Muslime leider in der heutigen Zeit. Ihres islamisches Wissen ist sehr schwach. Sie haben kein fundiertes Wissen. Und somit jeder, der kommt im Fernsehen, im Internet, er kann sie beeinflussen. Wieso? Sie haben keine Fundamente. Wenn wir Fundamente haben, wenn wir nach den Gelehrten zurückgreifen, dann lassen wir uns nicht betrügen von ihnen. Sheikh Rabia, bevor die Fitna überhaupt losging in Syrien, sagte, haltet euch fern, das ist eine Fitna. Jetzt sogar einige Khawarij, die damals dazu gerufen haben, sagen tatsächlich, es ist viel Schaden in Syrien passiert. Und wir haben den Mann, dieser Kafir Murtad, El-Kelb, Assad nicht entmachtet bis heute. Wieso? Unsere Aqida, meine Lieben. Wallahi, unsere Aqida. Die Hilfe Allahs wird nicht kommen über uns, bis wir in unsere Religion zurückkehren und sie richtig praktizieren. Sheikh Albani sagt einmal, hört doch dieses Verständnis von diesem Löwe, dieser Imam Al-Albani, rahimullah, der niemand in dieser Zeit die Sunna so gedient hat wie dieser Mann. Sheikh Albani hat einmal eine Debatte mit den Takfiris. Er sagte zu ihnen, es ist Pflicht für die Muslime in Palästina auszuwandern. Palästina den Juden lassen. Bei den Takfiris, weil sie kein Verständnis haben und ihre Zähne jung sind, wie Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und ihre Verstände kleine sind, wow, das war Untergang für sie. Wie? Du sagst Palästina verlassen? Bist du dann noch Wahnsinn geworden? Dieser Imam Al-Bani sagte, ja, Palästina verlassen. Weil dieser Mann hat tiefes Verständnis, was diese Menschen nicht haben. Und kein einziger von sie hatte. Sheikh Albani sagte zu ihnen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka war, er hat Mekka verlassen. Ganze Sahaba haben Mekka verlassen.
sie sind nicht geblieben. Schau mal dieses Verständnis. Er sagte, raus aus Mekka, auswandern nach Medina. Dann nach Jahren, wenn sie stark geworden sind, haben sie in einem Tag ganze Mekka zurückerobert. So, wir auch. Wir gehen raus aus Palästina, werden wir in unsere Religion richtig zurückkehren, stark werden, dann in einer Nacht wird Palästina uns gehören. Das ist Albanien. Prophet Sassam hat gelassen Mekka, hat nicht gesagt, ja, bleiben wir. Nein, er ist rausgegangen. Und dann, als sie stark wurden, er hat Mekka zurückerobert.